Das ist Lukas. Lukas ist gerade frisch an der Hochschule mit Beida immatrikuliert und hat erfahren, dass sich seine Lehrinhalte im Internet auf Opal befinden. Nun fragt er sich, was dieses Opal ist und was das für ihn und sein Studium bedeutet. Opal ist eine Abkürzung und steht für Online-Plattform für akademisches Lehren und Lernen. Mit anderen Worten, eine hochschulübergreifende IT-Plattform für E-Learning, welche von Lehrenden und Studierenden als zentrales Lernmanagementsystem genutzt wird. In diesem System wird Lernen digital organisiert und durch hilfreiche Funktionen gefördert. Auf Opal werden für Lukas und seine Kommilitonen benötigte Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt. Diese lassen sich jederzeit online abrufen und bauen auf den Vorlesungen oder Seminaren auf. Über die vermittelten Inhalte kann sich Lukas auf Opal in Foren mit anderen Studierenden austauschen. Gewonnene Erkenntnisse können dabei zusätzlich in einem Wiki gesammelt werden. Das vereinfacht das Arbeiten in einer Gruppe und fördert gleichzeitig den Lernerfolg. Zudem wird das Anschauen von Lernvideos ermöglicht. Aufbauend auf dem Lehrmaterial befinden sich auf Opal auch Übungen und Aufgaben zu den Lehrveranstaltungen. Die Lösungen kann Lukas einfach direkt ins Opal laden. Das gleiche gilt für Hausarbeiten oder Projektberichte. Für eine optimale Prüfungsvorbereitung können er und seine Kommilitonen schon vor der eigentlichen Prüfung Online-Tests absolvieren und somit ihr Wissen testen. Und sollten dennoch Fragen auftauchen, kann Lukas ganz einfach über Opal direkt seine Dozenten kontaktieren. So hat er alles übersichtlich an einem Platz und kann verpasste Inhalte leicht nachholen. Mit Opal kann Lukas also Zeit und ortsunabhängig lernen. Sowohl allein als auch in Gruppen. Lukas weiß jetzt, was Opal ist und wie er es für sein Studium nutzen kann. Also dann, lieber Lukas, viel Erfolg im Studium!